Ja, jetzt habe ich den Dirk Leandro vor mir stehen, der Schlagerstern am Himmel. Und ja, Dirk, du hattest ja jetzt eben auch gerade deinen Auftritt. Wie geht's dir denn jetzt nach dem Auftritt? Mega Stimmung, mega warm war's, mega Publikum. Also hat mega Spaß gemacht und die Leute haben mitgefeiert, die wollen wieder feiern und raus. Genau, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Bist zufrieden mit deinem Auftritt? Mega, ja. War sehr gut. Gute Stimmung hier in Helden. Perfekt. Und ich meine, du bist ja wahnsinnig viel unterwegs, ja, auf ganz vielen verschiedenen Bühnen. Ja. Was war denn so, wenn du jetzt mal so zurückblickst, letztes Jahr, der schönste Auftritt, den du hattest? Heute hier in Helden natürlich. Hier in Helden? Riesenpublikum, über 1000 Leute hier. Mega Spaß gemacht. Ja, super. Da freuen wir uns auf jeden Fall alle, dass du vor allen Dingen auch, dass du heute hier bist. Genau. Und gibt es denn irgendeine neue Single von dir zu hören? Es gibt auf jeden Fall dieses Jahr noch 2 neue Produktionen, auf jeden Fall. Da arbeiten wir auch schon dran und sind auf Hochtouren, also sehr viel Hintergrundarbeit und ja, wir sind auf jeden Fall dran. Und um was geht's da in den neuen Songs? Kannst du da schon mal so ein bisschen mehr erzählen? Auf jeden Fall denke ich um die Liebe wieder. Das ist so mein Thema, wo ich mich am meisten mit beschäftige und ja, das wird auch die neue Single sein. Und zum Sommer werden wir auch was Schönes finden. Das glaube ich doch auf jeden Fall. Und so von der Musikrichtung, bleibt es so in dem Schlager? Auf jeden Fall im Schlagerbereich, genau. Da können wir uns auf jeden Fall schon wieder mega freuen. Und ja, wie sieht es denn so mit Auftritten aus? Wie sieht denn so das Jahr bei dir aus? Sehr viele Auftritte sind geplant. Im Sommer natürlich ist immer Hauptsaison, da sind immer sehr, sehr viele Auftritte. Und im August habe ich ein Konzert mit Thomas Anders auf der Waldbühne auf Rügen. Und darauf freue ich mich sehr. Wow, auf Rügen mit anderen. Thomas Anders, wow, wie bist du denn dazu gekommen? Tja, vielleicht das Management. Sehr gut. Und wie ist es denn, wenn du jetzt auf die zu den Auftritten gehst? Gibt es denn da irgendwelche Rituale oder hast du da irgendwelche Vorbereitungen, bevor du auf die Bühne gehst? Also ich mache meistens Stimmübungen ganz normal und ja, habe da so meine persönlichen Tricks und einen Glücksbringer habe ich auch immer dabei, eine Kette, wo von meinem Hund was drin ist, das ist mein Glücksbringer. Genau. Von meinem verstorbenen Hund. Genau. Sehr gut. Ohne gehst du nicht mehr aus dem Haus. Und das bringt mir immer Glück. Sehr gut. Und wenn du jetzt mal so einen Wunsch frei hättest, was wäre denn, was du dir wünschen würdest oder was wäre denn so dein größter Traum? Mein größter Traum wäre es, ja, schon auch mal so vor 10.000 Menschen aufzutreten. Das wäre schon noch mal ein Wunsch von mir. Und ja, mal schauen. Vielleicht wird es ja irgendwann mal wahr. Ja, und ich habe ja auch gehört, dass was ganz Besonderes dieses Jahr noch passiert bei dir. Was ist das denn? Ich habe noch ein eigenes Konzert am 20. April. Da sind auch noch einige Restkarten verfügbar. Also wir haben schon über 100 Karten verkauft. Und das ist jetzt mein drittes eigenes Konzert und es werden immer mehr Leute. Genau. Eigenes Konzert heißt, du trittst ganz alleine auf oder hast du noch jemanden in der Vorgruppe, der vorher die Leute noch anheizt? Ich bin da alleine, so 2,5 Stunden Konzert mit einer kleinen Pause. Genau. Eigene Songs und ganz viel Schlager. Und wo findet das statt? Das findet in Dortmund statt, in Haus Heimsund. Da sind wir auf jeden Fall auch ganz gespannt, wie das dann wird. Und ja, und vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und wünschen dir jetzt noch ganz viel Spaß. Danke euch. Liebe Grüße.